Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in Ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir. Sie redet ja auch die ganze Zeit über mich, sie beleidigt mich. Und dann ist es natürlich auch klar, dass ich dafür auch reagiere. Das ist ja ganz klar. Yvonne ist ja eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft. Das zweite Format durch mich, durch meine Hilfe. Und sie hat 100.000 oder 150.000 Follower mehr durch mich. Und wie viel hast du, Follower, wie viel hast du dafür bekommen? Sie verdient auch durch uns Geld übrigens. Aber es geht um die Beziehung. Lass uns mal dabei bleiben. Was ist da dann passiert? Soll sie auch dabei bleiben. Also mein Mann sagt, er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr wollen. Das hat er so nicht gesagt übrigens. Also einen Moment. Da war was. Nein, da und war nichts. Peter hat das zugegeben? Nein, hat er auch nicht zugegeben. Nein. Er schreibt ja auch, ich liebe dich, ich will deinen Körper wieder spüren. Ja, aber deswegen braucht man keine Beziehung haben und ich hab's ja nicht geschrieben. Holy shit. Ich wusste, dass es war. Körperliche Nähe gab's bei euch nicht? Gab es keine. Ja, aber Iris. Ich frage dich jetzt noch mal, Peter hat dir was anderes gesagt. Nein, hat er nicht. Ja, Peter hat mir was anderes gesagt. Was hat er denn gesagt? Und er konnte mich also auch hat nach jetzt was anderes gesagt. Nicht mehr in den Arm nehmen mit den Worten, er muss Yvonne treu sein. Also ich muss jetzt ein bisschen Ordnung und einbringen. Denk mal doch an die Bilder am Iris, am warte Bahnhof. Halt. Der Kuss im Fahrstuhl. Da war kein Kuss im Fahrstuhl. Ruhig bitte. Doch, er hat nein. Also Iris, nein. Du jetzt. Also warte. Das sind aber echte Emotionen, muss man sagen. Klar wäre ich auch sauer, wenn gesagt wird, du hast eine Affäre oder so. Er war ja auch bei ihr auf dem Zimmer. Nein, war er nicht. Das ist eine totale Lüge. Er war bei ihr auf dem Zimmer. Nein, das stimmt nicht. Bitte das hat nicht er auch nie so gesagt. Also, hat er zugegeben. Nein, hat er nicht so gesagt. Ist jetzt hier mal Ruhe, Moment. Sie lügt. Warum lügt sie denn die ganze Zeit? Ja, Moment, das versuche ich ja gerade als seriöse Moderatorin zu klären. Ich wollte ja die Ehe noch retten. Ich hätte ja sogar einen One-Night-Stand verziehen. Er wollte ja, dass ich ausziehe, weil Yvonne auf die Ficker ziehen will. Das hat er so nicht gesagt. Zu dem Interview noch mal. Ich habe gesagt, er kauft ein neues. Als ich die Wölke angeschrieben habe, sie soll bitte die Finger von meinem Mann lassen, hat sie mir nie geantwortet.